Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Forgotten Ones. Mein Name ist Georg Samael und ohne jetzt groß rumzufackeln, spielen wir doch einfach mal dieses Horrorspiel, das ich bei Steam gefunden habe. Und ich muss wahrscheinlich das eine oder andere mal schneiden. Ich habe schon ein bisschen getestet und kam nicht weit, aber dafür kommen wir jetzt hoffentlich weit. So. Ist wie gesagt manchmal echt richtig creepy einfach nur. Fucking gruselig. Aber es macht Spaß. Das Spiel handelt, soweit ich das einschätzen konnte, nach dem Zweiten Weltkrieg. Laut Geschichte waren unsere Eltern Juden in einem KZ gewesen, wo Experimente betrieben wurden von einem Typen namens Dr. Schenzel. Ich finde das total toll. Dort wurden wahrscheinlich, soweit ich es gelesen habe, sollen da Versuche mit den KZ-Insassen gemacht worden sein. Unser Name ist Grobuschka. Aber wir nennen ihn einfach Grobi, weil Grobuschka immer auszusprechen ist ziemlich anstrengend. Ich hoffe, vom Sound stimmt alles. I found the info you're looking for. The man you seek is located in the old Swastika Forest. I can't provide any further information. Travel there on your own responsibility. On your own responsibility. Right to here. Now get in the way immediately. I owe you. Weil spricht man nämlich ziemlich leise hier im Spiel. Mit F machen wir Sachen. Wir haben gerade eine Pistole zum Beispiel aufgehoben. Die man gerade nicht ganz gesehen. Was haben wir denn? Bubbler is forever planet. Okay. Hier speichern wir an den Dingern, an Büchern. Ja. Was das ist, habe ich klein lassen. Sprinten können wir. Und ja, ich schätze mal, das ist hier mal das Intro. Ich bin auch nicht weitergekommen, ich habe nur bis zu dem Punkt gespielt. Guten Morgen. Zu dem Punkt gespielt, wo ich dem Typen nachher was zu essen besorge, aber weiter auch nicht. So, ihren Zettel. Hallo und herzlich willkommen zu The Forgotten Ones. Bevor du diese Notiz hier schließt, müsstest du ein paar Sachen wissen. Mit Tab öffnest du dein Inventar. Solltest du feststecken, guck dich doch mal ein bisschen daran um. Dein Inventar wird erlaubt dir dadurch zu scrollen und Notes und Maps auch zu begutachten. Um die Items zu benutzen, musst du die Item-Taste, Use-Button, blablabla. Also hier ist im Prinzip ein Tutorial, was man machen alle kann. Mit F können wir Sachen versuchen zu öffnen. Mit E machen wir glaube ich nichts noch. Mit K von hier, oder? Ja. Auch zu. Ja, feierlich war es übrigens geil, das sieht übrigens geil an. So mit dicker Stahlfeuer wahrscheinlich mal. Da kommt jetzt ein junger Mann raus, wir müssen was zu essen bringen. Dem jungen Mann, da müssen wir gleich was zu essen bringen. Aber wir gucken noch hier ist zu. Und hier ist ebenfalls geschlossen. Wie ist offen? Can you believe it? Her whole family murdered last night. Ich schätze einfach mal, dass wir bei der Polizei arbeiten oder bei der Polizei sind oder so. Hier ist zu. Die Zeit! Auch noch. Eine Presse. Da ist eine Brust oder so. Creepy. Hier, Folge. Suchen Sie Dänemark. Get me some food for Mr. Bruno, please. I'm too busy to pick it up myself at the moment. Der junge Herr möchte etwas zu essen haben. Sure. So good. Und wir sagen. Ah, great, Kubuska. I owe you. Und wir sagen natürlich, ja, gerne. So, hier ist zu. Der junge Mann geht jetzt wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. Arbeiten. Am Arbeitsplatz. Ja.
Und den jungen Mann sollen wir das Essen besorgen. So, rechts, links, auf Straße. Weil die meisten Leute sind so komisch. Da ist so ein Penner in der Gasse. Du Penner! So fahre ich auch immer in der Stadt. Guck mal, ich habe noch was zu essen. Bohnen und Erbsen. Wenn das Erbsen sein soll. Guten Tag. Hallo Grubuska. What could I do for you? Hallöchen. Ich würde ganz gerne das Essen da drüben aufheben. Sure. To pick up the food. Gib mir dieses Food. Gut, ciao. Here you go, my friend. Dankeschön. Goodbye. Ciao. Have a good one. Okay. Ja, es liegt übrigens, finde ich schön. Könnte vielleicht rechts sein, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich auch rechts, weiß ich nicht. So, gucken wir, dran mal schnell über die Straße. Ich habe mich hier ehrlich gesagt noch nie genau umgeguckt, einfach nur weil, also ich habe ja nur einmal versucht hier aufzunehmen, bisschen wie getestet. Und I shouldn't go for... Tja, dann fährt er wohl nicht mehr zur Arbeit. Ich wollte gerade versuchen, einen schlechten Radwitz aufzuholen. Ist da keiner eingefallen? Just leave it on the table, please. Mit Tab öffnen wir unser Inventar. Drücken wir Items, das Use. PAM! So. Eben haben wir das Essen gebracht. Wir haben Infos bekommen, dass der letzte Aufenthaltsort von Dr. Schenzel in einer... das... ja. Wo er sich aufhält. Ne? Und da fahren wir jetzt hin. Bitte nehmen. Der junge Mann Grubuska fährt dahin, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und vielleicht auch seine Eltern zu rächen. Obwohl Rache eigentlich keine Lösung ist. Aber nein. Schönes Lied, muss ich nicht ehrlich sagen. So. It was over 20 years ago when I was first brought to this forest. I didn't know what was going on. My parents were gone. And I was stuck in this mansion with a man named Shane. And Gregor. Gregor was the butler, and Shenzel seemed to be the boss. Then we were to encounter him. But as always, eventually, ach ja, der junge Herr Grubuska. Grubuska! Oh, hör mal da vorne. Ein Unfall. Können wir hier aussteigen? Mit F, jo. Da haben wir eine Pistole bei, sehr schön. Mehr haben wir auch nicht mehr. Oh, der Girl. I can't head back already. Kann ich nicht. Vergessen ist. Reception open Monday, Friday. 9 a.m. to 11 p.m. Forest Swastika. Nice. Hier scheint ein Unfall passiert zu sein. Aber wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Mysterium, Mysterium. Steht was drauf. Nahrungsaktion! Brot! Nice. Mal hier. Halt schon! Mal hier. Achtung, explosiv! Okay. Was ist hier? Ah, kann ich nicht. Ne, ist zu dunkel zu lesen. Na gut, wenn das Spiel zu dunkel sein sollte, für mich ist das ebenfalls dunkel. Ja, also besperrt euch mal nicht im Pussis. ich muss wahrscheinlich im... weitermachen. LOL! Eine Fahrt. LOL! Ich habe übrigens Premium Fahrskills.
So, gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Hier haben wir so gut wie nichts. Sehr gut. So, was haben wir hier? Hier ist zu, ne? Eine Fackel. Mit der wir Licht machen können. Super. Setzen wir es ab. Ist hier irgendwas? Ein Radio, ein paar Hakenkreuze, wie immer. Hier ist Gott sei Dank zu. Oder so. Hier haben wir einen Rucksack voll mit, ne? Shit halt. Und gehen wir mal durch dieses Löchlein. Und mein Chip spackt ab. Was soll schon groß schief gehen? Soll schon groß schief gehen? Kein Ding. Hallo, wir sind ein Mann oder Männer. Okay. Da liegt ein Zettel. So viele Leichensäcke. Huch! Ich konnte nicht aufhören zu denken. Ich hatte Sorge um meinen Bruder. Ich habe ihn tot zurück in den Tunneln gelassen. Ich kann es mir nicht ausreden. Ich war zu sehr aufgeregt. Ich konnte es nicht akzeptieren. Wir konnten ihn nicht retten, wurde mir gesagt. Ich wurde verfolgt. Ich hatte Angst, wenn du noch da bist. Ich möchte, dass du weißt, dass ich... Guten Tag, der Herr.